Diese beiden Chilenen wurden mit 13 Jahren sexuell missbraucht. In der Sekte Colonia Dignidad. Deutsche Diplomaten haben jahrzehntelang weggesehen. Jetzt fordern Eduardo Salvo und Johann Cisterna Gerechtigkeit. Deutschland trägt eine Mitschuld. 40 Jahre lang wussten die deutschen Diplomaten von dem Missbrauch und taten nichts. Sie haben sich sogar Leberwurst und Brötchen von der Sekte schicken lassen. Am Fuße der Anden entsteht 1961 eine urchristliche Gemeinschaft aus deutschen Auswanderern. Bald schon sind in der Colonia Dignidad, der selbsternannten Kolonie der Würde, Prügelstrafen, Zwangsarbeit und Misshandlungen an der Tagesordnung. Nach außen hin ein Mustergut, fand drinnen sexueller Missbrauch an Kindern statt. Dann sagte er, ich solle meine Kleidung ausziehen. Ich hatte Angst vor dem Revolver. Ich musste mich hinlegen an seine Seite. Er streichelte mir über den Penis. Dann hat er mich vergewaltigt. Die deutsche Botschaft in Chile hat seit dem Beginn der Sekte Kenntnis von dem Missbrauch. Dennoch schickt sie Geflüchtete zurück in die Colonia Dignidad. In den 90ern gelingt es chilenischen Opfern, der Sekte zu entkommen. Sie erzählen ihren Eltern draußen, was man ihnen drinnen angetan hat. Die Mütter erstatten Anzeige und konsultieren einen Arzt. Man hat mich untersucht, meinen Körper hinten herum. Dort war ich zerkratzt. Meinen ganzen Körper hat man untersucht, um zu sehen, ob ich gesund sei. Der ärztliche Bericht listet auf: Verletzungen im Analbereich und Verdacht auf sexuelle Handlungen, so wie vom Patienten geschildert. Bis heute kämpfen die Missbrauchsopfer um Entschädigungen. Doch die Verfahren ziehen sich hin. Unzählige Anhörungen, Zeugenaussagen, Schriftwechsel. Und bis dato keine Zahlung an die Opfer. Dabei hat das oberste Gericht Chiles ihnen längst das Recht auf Entschädigung zugesprochen. In einem Brandbrief fordern die Missbrauchsopfer nun, von der Bundesregierung für Gerechtigkeit zu sorgen. Nach all den Jahren. Denn das, was passiert ist, verfolge sie bis heute. Wir wollen, dass die deutsche Regierung uns endlich als Opfer anerkennt und Druck ausübt auf Chile, damit wir entschädigt werden. Damit die juristischen Prozesse, die wir seit 24 Jahren führen, endlich enden. Denn bis heute ist nichts passiert. Bislang verhindern die Firmen der ehemaligen Sekte die Auszahlung der Entschädigung mit verschiedenen juristischen Mitteln. Auf unsere Anfrage hin hat sich die Führungsspitze der Sektenfirmen nicht dazu geäußert. Wir streiten uns bis dato mit den Direktoren dieser Sektenfirmen vor Gericht. Sie verweigern uns die Entschädigung und legen uns juristisch Steine in den Weg. Es geht nicht voran und das ist schwierig für uns. Auch in einer anderen Sache hat sich die Colonia Dignidad schuldig gemacht. Sie arbeitete eng mit dem chilenischen Diktator Augusto Pinochet zusammen. So viel ist heute klar. Warum noch immer Leichen auf dem Sektengelände vermutet werden, dazu mehr in unserem Weltspiegel Extra in der ARD Mediathek.